So, guten Morgen zu Tag 2 auf der Drei-Flüsse-Route. Ich bin gerade am Campingplatz Linkenheide losgefahren. Also ich muss sagen, der Platz ist eine Empfehlung. Ist zwar nicht ganz billig, aber ist ein toller Platz. Einzige, ich sag mal, man darf kein Problem mit kleinen Kindern haben, weil es ein sehr familienfreundlicher Platz. Dementsprechend sind natürlich auch viele Kinder da. Aber da gibt es einiges geboten, was ich so in der Form auch noch nicht gesehen habe. Wenn du ins Sanitärgebäude kommst, in so einer Vorhalle, sag ich mal, da gibt so kleine Wertsachenspinde. Und die haben tatsächlich auch eine Steckdose drin. Kostenlos. Kannst da quasi dein Handy laden für Umme. Und brauchst noch nicht mal Angst haben, dass es wegkommt. Muss nur einen Euro Pfand reinstecken. Was willst du mehr? Ja, Ziel heute ist Wesel. Wie gesagt, sollte knapp unter 60 Kilometer sein. Also relativ entspannt. Aber dafür soll es auch sehr warm werden. Ja, losgekommen bin ich, weiß ich nicht. Ich schaue ja nicht unbedingt auf die Uhr. Ich glaube so 20 nach 8, halb 9 bin ich losgekommen. So, da vorne komme ich wieder in den Ort rein. Dann packe ich besser die Kamera. Bis später. Ja, ich werde mal versuchen, heute ein bisschen langsamer zu fahren. Weil 60 Kilometer, dann wäre ich auch wieder mittags fertig. Spätestens, sage ich mal so. Und das will ich eigentlich nicht. Mal gucken, vielleicht mache ich auch noch mal zwischendurch einen Schlenker. Ich weiß es noch nicht. Also ich werde gleich mal gucken, ob jetzt in den Sommerferien jeden Tag die Fähre nach Xanten fährt. Könnte ich vielleicht noch einen Abstecher nach Xanten machen. Muss ich mal schauen. So, hier muss ich links ab. Der Sonne entgegen. Es ist ein bisschen windig heute, aber ja, Track verlassen? Das kann aber nicht sein. Ist ein bisschen windig heute, aber das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil es ist, ja, weil es ist auch schon wieder recht warm. Ja, auf dem Weg nach Hamminkeln kommt man dann auch immer wieder durch so kleine Orte wie hier. Alles recht beschaulich hier. Jetzt bin ich hier am Schloss Ringenberg. Auch schick. Aber beim letzten Mal bin ich, glaube ich, nicht direkt am Schloss vorbeigefahren. Ja, mittlerweile bin ich in Hamminkeln angekommen. Zumindest am Bahnhof Hamminkeln bin ich jetzt gerade. Ja, bis zum Zentrum noch 1,4 Kilometer.
noch immer hier in Hamminkeln. Schicke Windmühle haben sie hier. Hamminkeln habe ich dann jetzt auch schon hinter mir. Und das nächstgrößere Ziel ist dann Rees. Irgendwann in Rees werde ich ein bisschen länger Pause machen. Ein bisschen anschauen vielleicht. Schauen wir mal. Ja, die Drei-Flüsse-Route ist, glaube ich, aber auch dadurch, dass sie so flach ist, schon wesentlich vom Wind abhängig. Oder der Spaßfaktor, sagen wir mal so. Weil beim letzten Mal hatte ich, meine ich, wesentlich mehr Gegenwind. Und heute schauen mich die ganze Zeit die Windräder von vorne an. Oder schräg von vorne. Auf jeden Fall heißt das ja für mich, dass ich tendenziell Rückenwind habe heute. Dementsprechend komme ich richtig gut vorwärts heute. Obwohl ich das ja eigentlich gar nicht will. Naja. Ja, der Lorenz brennt, da werde ich mich mal ein bisschen eingreben. Schadet nicht. Ja, wie ich es befürchtet hatte, am Rhein habe ich natürlich Gegenwind. Aber ich habe Zeit. Jetzt habe ich immer noch nicht nach der Fähre geguckt, fällt mir gerade ein. Muss ich halt noch mal Pause machen. So, jetzt fahre ich endlich auch mal ein Stück direkt am Rhein. Irgendwo hier habe ich mir beim letzten Mal den Platten eingefangen. Da vorne irgendwo habe ich geflickt. Ich hoffe mal, das bleibt mir erspart. Ja, und da drüben ist schon der Dom von Xanten zu sehen. Ich werde auf jeden Fall gleich mal gucken, ob ich die Fähre erwische.
So, bei Bisslich würde die Route vom Rhein weggehen. Aber bei Bisslich geht auch die Fähre über den Rhein. Und von daher habe ich die Navigation angehalten, damit das Sigmarox nicht die ganze Zeit piept. Und guckt dann mal, ich meine, in den Ferien fährt die Fähre jeden Tag. Dann werde ich mal übersetzen nach Xanten. Da ist eine schöne Altstadt und ein Käffchen trinken. Vielleicht auch ein Eis essen, bevor ich dann zur Grafinsel weiterfahre. Ja, gerade ist die Fähre auf der anderen Rheinseite. Sollte dann ja vielleicht passen, dass ich gerade da bin, wenn sie kommt. Ja, an Wochenenden kann das durchaus mal passieren, dass man hier mal ein paar hundert Meter Schlange steht mit dem Rad, bevor man übersetzen kann. Also Zeit sollte man dann schon mitbringen. So, in Xanten war ich jetzt. Mein Eis gegessen habe ich. Jetzt stehe ich hier wieder an der Fähre. Diesmal ist sie auch wieder auf der anderen Seite. Ja, stehe an der Fähre. Aber allzu lange kann es ja nicht dauern. Dann geht's rüber und dann dürften es, glaube ich, noch 5 Kilometer sein oder so bis zur Grafinsel. Dann habe ich es für heute auch schon wieder geschafft. Beziehungsweise ich bin mal gespannt. Ich habe gerade auf der Internetseite geguckt, wann die Mittagspause haben. Und da habe ich dann gesehen, dass Übernachtung für einen Tag im Moment nicht möglich wäre. Warum auch immer. Ich hoffe mal, dass das halt nicht für Radwanderer gilt. Ja, auch wenn es ein kleiner Umweg ist, fahre ich wieder zurück nach Bisslich und über die eigentliche Route weiter zum Campingplatz, weil das passt für mich zeitlich genau. Ankunftszeit 13.59 Uhr. 14 Uhr ist Mittagspause vorbei. Weil wenn ich direkt fahren würde, müsste ich eine Viertelstunde warten. Also dann lieber den kleinen Umweg. So, da vorne, kurz vor der Kirche, geht es dann rechts rein. So, noch 2,5 Kilometer bis zum Campingplatz. Da bin ich ja echt mal gespannt, was die mir sagen. Wenn ich weiterfahren muss, dann weiß ich noch nicht, was ich mache. Muss ich dann gucken. Ja, so war das auf jeden Fall eine gute Idee, nach Xanten rüber zu fahren. Weil sonst wäre ich bestimmt eine Stunde zu früh da gewesen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Jo, die meinen da tatsächlich ernst. Nö, im Moment nur Monatspauschale. Ja, sag ich danke. Und an der Straße steht auch noch Radfahrer, herzlich willkommen. Die stinksauer. Ja, folgende Situation. Ich habe beschlossen, ich fahre nach Hause. Ich habe meine Adresse ins Navi eingegeben. Vom Campingplatz aus waren es noch 49 Kilometer oder 50. Habe erst ein bisschen später eingegeben. Jetzt sind es noch 41. Einzige Problem, was ich habe, ich habe nur noch 800 Milliliter zu trinken. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich durch Wesel komme. Da wären ja genug Geschäfte gewesen, aber bin noch an keinem Geschäft vorbeigekommen. Muss ich mal gucken, wie ich dann mache. Ach so, das Thermometer
ist irgendwo über 35 Grad. Mein Getränkeproblem hat sich mittlerweile in Luft aufgelöst. Kam an jede Menge Feldern vorbei, die bewässert wurden, und ich dachte noch so, mein Gott, so viel Trinkwasser und du kommst nicht dran. Aber an den Rändern stehen ja immer diese Haspeln, wo die Schläuche aufgerollt werden oder automatisch aufgerollt werden. Falscher Gang drin. Und dann natürlich auch eine Zuleitung, die irgendwo die Sonnenzuleitung ja immer undicht, und da habe ich auch eine undichte Stelle gefunden. Da konnte ich mir dann schlückchenweise, sage ich jetzt mal so, Wasser in eine meiner Flaschen abfüllen und dann umfüllen. So dass ich die 1,5 Liter Flasche wieder voll gekriegt habe. Und wenn einmal was gibt, dann gibt es immer, oder gibt es richtig. Weil dann kam ich in den nächsten Ort und da gab es ein Edeka. Ja, da habe ich dann natürlich nochmal eingekauft. Also ich muss jetzt nicht unbedingt das Wasser aus dem Feuerwehrschlauch trinken. Theoretisch gehe ich mal, also ich gehe mal davon aus, dass es Trinkwasser ist und kein Brunnenwasser. Zumal der Bauernhof da nicht weit weg war. Das war nur ein paar hundert Meter weiter. Aber wirklich wissen kann man es auch nicht, ob es nicht doch Brunnenwasser ist. Allerdings, ich habe das Wasser ja schon probiert. Also es ist geruchsneutral, es ist nicht trüb, schäumt nicht und auch geschmacksneutral. Also ich denke mal, sollte kein Problem sein. Ja, ich habe es jetzt noch 31 Kilometer bis zu Hause. Ich glaube, ich bin hier gerade auf der Römer-Lippe-Route, wenn ich mich nicht irre. Schauen wir mal. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie das Navi mich lotsen will. Ob es auch wirklich der kürzeste Weg ist oder... Nein, bis jetzt waren auf jeden Fall keine großen Straßen dabei, ist ja auch schon mal. Oder zumindest, wenn, dann nur mit Radweg. Da vorne soll ich links. Schauen wir mal. Ja, ich bin gerade durch Schermbeck durch. Bin also jetzt wieder auf der Dreiflüsse-Route. Wieder auf der Strecke, wo ich gestern herkam. So. Also müssten es jetzt noch, keine Ahnung, 20 Kilometer sein, weiß jetzt gar nicht genau, bis nach Hause. Ja, ich habe die Kilometer-Einstellung am Navi gerade ausgemacht, weil manchmal hat man dann das Gefühl, man kommt nicht vorwärts, weil man dann da ständig drauf guckt. Und dann schalte ich sie dann irgendwann aus. Zumal, denke ich mal, werde ich heute meinen Entfernungsrekord mit Gepäck brechen. Oder auch ohne Gepäck. Weil bis ich zu Hause bin, müssten so ungefähr 120 Kilometer sein. Also reicht dann, glaube ich, für heute. Aber ich nehme euch noch weiter mit. Meine Laune hat sich gebessert. Auf jeden Fall. Aber es ist echt noch verdammt warm. Allerdings kann man besser bei 30 Grad Fahrrad fahren als bei 30 Grad wandern. Würde ich sagen.
zumal ja heute auch noch ein bisschen Wind geht, auch wenn der mittlerweile dann doch recht warm ist. Ja, so bin jetzt hier am Kanal. Eigentlich könnte ich jetzt das Navi ausmachen. Von hier aus weiß ich, wie ich nach Hause komme. Hier auf dem Stück am Kanal kommen eigentlich auch noch ein paar Campingplätze. Ich hätte jetzt natürlich auch hier bleiben können. Aber in der Sonne, kurz vor zu Hause, naja, auf eine Art hätte sich bestimmt auch gelohnt, aber jetzt ist egal, jetzt habe ich zu Hause im Kopf. So, ich habe es geschafft, bin gleich zu Hause, 121 Kilometer sind es geworden. So viel zu entspannte Touren, entspannte Etappen, naja, egal. So, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.